Danke. Das zweite. Action! Jetzt, liebe Musikkolleginnen und Musikkollegen, dankenswerterweise sind wir von unserem Nachbarverein, dem Musikverein Gütersbrunner Abestal, nominiert worden für die Cold Water Challenge. Herzlichen Dank dafür, wir werden euch das nicht vergessen. Ja, ihr habt eine Forderung aufgestellt, entweder wir machen was Ähnliches, als wie ihr es hier zusammengebracht habt, oder wir zahlen ein Spanferkel, lohnen euch dazu ein. Das mit den Spanferkel könnt ihr vergessen, wir sind heute da, wir machen das, wir haben nur gestern keine Zeit gehabt. Weil wir am Sonntag ja Frühschoppen zum Spülen gehabt haben und das offensichtlich nur im Wasser umgesessen seid. Heute machen wir das, wir werden euch das zeigen. Das andere ist der Grund für unsere Nominierung, das haben wir noch nicht ganz verstanden. Angeblich seid ihr bei uns bei der Marschwertung nass waren 2007, das stimmt. Aber wir schwören bis heute, es war ein Gewitter, wir können nichts dafür. Das sagen wir halt einmal so. So, Mann und Burschen, packen wir es, oder? Yeah! Marsch! Der Blasmusik. Das war die Cold Water Challenge vom Musikverein Höflein. Liebe Gütersbrunner, wir freuen uns auf eure Spülerei bei uns beim Erntedankfest am 14. September. Wie alle Jahr ab 15 Uhr beim heurigen Hauer. Lasst bitte das mit dem Regen daheim, dass nicht wieder nass wird und wir nächstes Jahr wieder im Wasser sitzen. Zu guter Letzt darf man auch ein paar Musikvereine nominieren, so wie es sich gehört. Als erstes nominieren wir unsere Nachbarkapelle aus der Stadtgemeinde Bruck an der Leiter. Yeah! Als zweites nominieren wir unsere Nachbarkapelle aus der Gemeinde Rorau. Yeah! Und zu guter Letzt erlauben wir uns einen Freund aus dem benachbarten Burgenland zu nominieren, nämlich den Musikverein Burbach, die bei uns auch schon mal gespielt haben beim Erntedankfest und wir beide unten. Ja! Yeah! Ach, vergessen!
Jetzt hätten wir es bald vergessen, wenn unsere nominierten Kapellen das nicht schaffen, innerhalb von den nächsten 48 Stunden Ähnliches oder Gleichwertiges auf die Beine zu stellen. Dann erlauben wir uns, die Herrschaften zu einer Spielerei, Gratis-Spielerei selbstverständlich, in den Freien einzuladen. Und welche das gar nicht schaffen, die dürfen statt uns einmal Frau Leichnam spielen. Danke! Danke! Und liebe Grüße an den Postler nach Urbahn! Genau, zuerst Poster so, dann der Versch-